Der 23. Spieltag in der Oberliga Niederrhein. Wir sind jetzt im Spielertunnel, wo gleich unsere Spieler rauskommen werden. Von Turo Düsseldorf und unsere Mannschaft der WSV. Bei mir ist jetzt schon Edelfan Hotte. Wie geht's denn aus heute? Ja, das Spiel wird 3-1 ausgehen. Und ich nehme schwer an, dass der Ehrmann heute sein Tor wieder tritt. Ich sage ihm ja immer, eins tritt auf jeden Fall. Das wollen wir mal hoffen. Eine Änderung gibt es in der Startformation für Lukas Fronschick. Spielt Bastian Sube heute im Tor. Wir sehen gleich, ob Hotte recht hat. Heute Nacht wurden ja die Uhren auf Sommerzeit umgestellt. Und hier seht ihr, ob der WSV die Weichen auf Sieg gestellt hat.
Bei uns ist Basti Sube nach dem 3:2-Sieg. Basti, heute von Beginn an gespielt im Tor. Ich hätte fast gesagt, unnötig spannend gemacht heute, aber hat der Kampf das Spiel entschieden? Ja, auf jeden Fall. Also es war das erwartete schwere Spiel heute bei den Platzverhältnissen und bei dem Wetter. Aber wir haben alles reingeworfen, haben dann auch zum Glück nach der Pause nochmal ein Tor nachgelegt. Es war wichtig, hinten raus kann man immer noch eins kassieren und den Elfmeter haben wir dann letztendlich auch noch unnötigerweise bekommen, aber haben wir dann noch über die Zeit gebracht und das war wichtig jetzt auch im Hinblick auf die Tabellensituation. Ja. Wie hast du die Szene zum Elfmeter gesehen? Ja gut, also man muss immer mit Risiko spielen da und ja, David trifft ihn, ich weiß nicht, ob innerhalb, außerhalb, aber der Schiedsrichter entscheidet letztendlich und dann muss man das akzeptieren. Leider nicht mehr bekommen, aber ja. Drei Punkte sind immer wichtig, aber wie wichtig sind die heutigen drei Punkte? Ich weiß gar nicht das Endergebnis jetzt, wie es in Velbert ausgegangen ist, aber wenn... 4:2 für Velbert, nach einer 0:2, okay. Nach dem Rückstand, doch noch 4:2 gewonnen. Okay. Ja gut, also umso wichtiger, dass wir heute gewonnen haben, um dann noch dran zu bleiben. Den Gefallen, dass sie mal ausrutschen, tun sie uns im Moment nicht und dann müssen wir dranbleiben halt. Wir gucken auf uns. Basti Sube, vielen Dank. Danke auch. Marvin Schurich, 3:2 gewonnen heute. Hat man es am Ende nochmal spannend gemacht? Ja, im Prinzip unnötig, aber es war heute ein Kampfspiel. Jeder hat sich, denke ich, den Arsch aufgerissen und ja, bei dem Wetter gibt es keinen Schönheitspreis. Ne? Da wussten wir von vornherein, dass wir da alles geben müssen und ja, ich denke mal, wir haben auch verdient die drei Punkte geholt, obwohl wir uns das hinterher noch schwerer gemacht haben. Man kann das Wetter ja nicht beeinflussen. Waren die Bedingungen aber schwerer als sonst heute? Ja, der Platz wurde immer tiefer, ne? Die Beine wären schwerer. Aber wie gesagt, der Erfolg war einfach heute, dass wir uns gegenseitig gepusht haben und drei Punkte munter putzen, weitermachen. Also wichtige drei Punkte, kann man sagen. Wie würdest du das einordnen? Wie wichtig sind die drei Punkte heute? Jede drei Punkte sind wichtig. Wir denken von Spiel zu Spiel. Wir haben natürlich in der Hinrunde einige Punkte unnötig liegen lassen, aus unerklärlichen Gründen. Aber wir versuchen uns da, wie gesagt, rauszukämpfen. Spielerisch hatten wir heute auch ein paar Spielzüge gehabt, die waren ansehnlich. Ne? Wir haben mit zwei Kontakten gespielt. Das wurde schnell, wurde auch für den Gegner dann halt immer schwerer. Und ja, wie gesagt, wir versuchen zu kämpfen. Wir versuchen uns gegenseitig zu pushen und das ist schließlich dann der Erfolg. Jetzt eine englische Woche vor der Brust, Mittwoch in Duisburg. Was hat es für eine Auswirkung auf die Vorbereitung, wenn man jetzt nach drei Tagen wieder spielt? Ja, wir haben morgen frei, wir werden uns morgen regenerieren und dann werden wir natürlich dann Dienstag lockeres Training machen und dann Mittwoch starten wir und freuen uns dann schon auf Duisburg. Bis Mittwoch in Duisburg, danke. Gerne, ciao. Ich gebe dem Frank recht, dass wir ein sehr intensives Spiel heute gesehen haben, was klar war bei den Witterungsbedingungen und sag ich mal die Bodenverhältnisse, dass es über Kampf, Einsatz, Leidenschaft geht. Kann ich meiner Mannschaft attestieren, dass sie alles in die Waagschale geworfen haben, um das Spiel zu gewinnen. Wenn der Kollege gerade sagt, über Gegentore, die vermeidbar sind, klar, da kann man hinterher immer drüber diskutieren. Ich denke, das war ein verdienter Sieg für uns, weil wir halt diese Tugenden in die Waagschale geworfen haben, weil wir dann beim Stande von 3:1 einfach diese Kontersituation noch einen Ticken klarer ausspielen müssen, um dann für die endgültige Entscheidung zu sorgen. Durch den Elfmeter, klar, wird es dann nochmal eng. Wenn es dann 3:2 steht und sind noch ein paar Minuten zu spielen, ist der Gegner dann nochmal alles versucht. Ist ja normal. Wie gesagt, da müssen wir einfach die Kontersituation klarer ausspielen, so wie wir es beim dritten Tor gemacht haben. Das war super rausgespielt. Da hätte ich mir noch 1, 2, 3 Situationen mehr gewünscht, wo wir dann auch wirklich den finalen Pass spielen und dann zum Abschluss kommen. Wie gesagt, Gegentore, erste Tor auch überflüssig aus dem Rückraum nach einer abgewehrten Ecke. Auch eine Zuordnung, den Schuss kann man auch verhindern. Wie gesagt, der Elfmeter war dumm, da noch so hinzugehen, dass es zum Elfmeter kommt. Von daher ist es so, wie es ist. Wir haben 3 geschossen, 2 reinbekommen. Für mich ein verdienter Sieg aufgrund des Aufwands, den wir betrieben haben, aufgrund der Leidenschaft, die wir an den Tag gelegt haben, aufgrund der kämpferischen Einstellung, die wir gezeigt haben. Auch auf uns warten jetzt weiter schwere Spiele, schon am Mittwoch in Duisburg. Und die kurze Zeit müssen wir nutzen, um uns da wieder in die Verfassung zu bringen, dass wir auch dort erfolgreich bestehen können. Vielen Dank.